Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder auf dem Tollwood-Festgelände und ich bin beeindruckt. Schauen Sie das Ding einmal an. Das ist praktisch ein Plastikflaschenwal aus PET-Flaschen. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, was PET heißt. Ich habe es mal gewusst. Irgendein Polynaphthalat oder. Vielleicht steht sogar da dort. Aber danken der Landesabfallwertungsgesellschaft. Altstoffsammelsäcke, Branau, blablabla. PET-Flaschen, was heißt PET? Ja, mei. Das ist ein Material, aus was die Flaschen sind. Unkaputtbar, aber es ist immer keine Kunst, dass man. Ich überlege bloß, was das für eine Wahl sei, so wie. Eine sehr große Rückenflossen hat er. Praktisch im Bau von einer. Oh, ja, ich weiß nicht, ob das ein Orca ist. Der Orca hat so große Rückenflossen, das stimmt nicht. Aber oben, es ist ein Orca. Es ist praktisch ein Plastikflaschen-Orca. Dieses Jahr, Damen und Herren, ist ja das Motto vom Tollwood, dein blaues Wunder. Ich darf Sie kurz fragen, kriegen Sie die sieben Weltmeere zusammen? Weil die Ozeane sind doch das Motto vom Tollwood. Indischer Ozean, Pazifischer Ozean, was ist das? Mittelmeer gehört auch dazu, ja. Genau, ja, Mittelmeer. Also es ist praktisch die klassische Sammlung. Also dann darf man das gelbe Meer nicht vergessen. Das rote Meer? Nein, das rote Meer nicht. Aber lassen Sie mich überlegen. Karibik und Golf von Mexiko ist auch ein eigenes Weltmeer. Mhm. Gelbe so. Nicht, ne? Und der Atlantik haben wir schon gesagt gehabt. Ja. Das ist schwierig. Haben Sie eine Beziehung? Sind Sie Seefahrer oder so? Nein, eigentlich nicht Schwimmer, aber. Aber so weit bin ich noch nicht rausgeschwommen. Das Nordpolarmeer, also da, wo praktisch der Nordpol drin liegt, das ist auch ein Weltmeer. Stimmt. Das ist zwar von Eis bedeckt und man sieht es kaum, aber es ist riesig. Ich habe auch noch keinen Wal in echt gesehen. Ja, nur in PE-Flaschen. Ein Schweinswal habe ich mal gesehen. Kennen Sie Schweinswal? Ja, die kleinen. Diese kleinen da. Ja, sehen aus wie Delfine, gell? Ganz genau, ja. Da haben wir in der Ostsee gesehen, da ist nicht mein Bruder noch hochgekopft. Ja. Einen großen auch noch nicht. Nein, was machen Sie, dass Sie früher da sind? Ich bin Physiotherapeut. Ich habe heute frei mit meiner Frau und haben so einen kleinen Hund und den führen wir jetzt mal aus. Gott sei Dank ist noch nicht so viel los. Dann grüßen Sie den Hund von mir. Gell? Merci, danke. Ciao. Also das ist für Sie ein Aufruf. Was sind die sieben Weltmeere? Ich habe es schon mal gesagt, die wechseln immer durch, wissen Sie, von Zeitalter zu Zeitalter. Zur Zeit von den Römern und von den alten Griechen, da haben die ja praktisch nur recht wenig gewusst von den Welten. War zum Beispiel das Schwarze Meer, war nur Weltmeer, dann das Tyrrhenische, das Ligurische Meer, also Teile eigentlich von dem heutigen Mittelmeer, die Adria war Weltmeer. Aber so hat es ja dann geändert. Gell? Und das, was er jetzt vorher gesagt hat, das war so diese klassische Einteilung, die man gehabt hat, als so die Entdecker miteinander gesegelt sind. So Amerika, Vespucci oder der Magellan und Captain Cook, Thomas Cook, so der geheißen. Die haben dann so Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik, Chinesisches Meer, Nordpolarmeer weniger, aber das wird auch Weltmeer, Mittelmeer, Golf von Mexiko, Karibik. Aber heute ist wieder alles anders. Heute, naja. Aber man muss sich halt immer vor Augen führen, dass also diese Weltmeere doch 70% der Erdoberfläche ausmachen. 70%, das ist schon viel, gell? Und sie regenerieren halt massiv unser Klima. Also jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, also die Sauerstoff, den wir kriegen, der kommt aus diesen oder wird durch diese Weltmeere regeneriert. Und in Bayern ist es jetzt so, das darf man nicht außer Acht lassen, schauen Sie, diese ganzen Wolken da, die da oben umeinander ziehen, das sind eigentlich alles so Wassertröpfel, die wir aus dem Atlantik aufgestiegen sind. Dann nach Bayern kommen und dann, wie es halt oft dabei die Preisen ist, dann gefällt es ihnen in Bayern so gut, dass sie hierbleiben wollen. Und dann stürzen sie sich jubelnd in die Tiefe, in Ammersee, in Starnberger See rein, ja. Fühlen sich wie zu Hause und dann kommen wieder die ganzen Bäche und Ausflüsse unserer bayerischen Seen und das bringt sie dann dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Aber das ist so kurz mal so eine Idee für Sie, wenn Sie aufs Tollwood-Festival gehen, das blaue Wunder. Der Haifisch, wissen Sie, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und der Mackie hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Also das ist aber mehr als etwas traurigere, weniger literarische, wie soll ich es formulieren, Skulptur eines Hais. Da geht es also darum, dass der Hai oder einige von diesen Haiarten mittlerweile vom Aussterben bedroht sind, weil
mit dieser Haifischflossensuppe offensichtlich doch den Beständen ganz schön zugesetzt wird. Was hier steht. Legale Fangquote 2016. 38 Millionen Haie geflossen werden, überwiegend vom lebenden Hai abgeschnitten und der Hai wird ins Meer zurückgeworfen. Tja. Der Mensch ist ein gefährliches Tier. Vor der Nerude, das ist ein Loch. Dann hier Schildkröte, eine Karettschildkröte wahrscheinlich. Für die Schildkrötensuppe ist ja also eine Delikatesse, sagt man. Früher haben sie diese Schildkröten auf, also ganz früher, also wenn man noch gesegelt ist, da haben sie die auf die großen Segler dabei gehabt, teilweise so als Vorrat, so als Fleischvorrat. Wissen Sie, die sind dann lebendig unter Bord hingeflackt worden, meistens auf dem Rücken. Und dann hat irgendwann der Koch wieder eine rausgeholt und hat es dann für die Mannschaft zubereitet. Und spätestens hat dann diese Geschichte gekommen, dass man halt dann aus dem Schildpatt halt irgendwelche Schmuckgegenstände und Kämme gemacht hat. Und dann haben wir hier noch einen Delfin. Ich weiß nicht, was der Delfin oder was ein Tümmler ist. Kann auch ein Tümmler sein. Gibt es ja verschiedene Arten. Aber das ist wahrscheinlich ein großer Tümmler. Die sind ein bisschen dicker. Ich meine, da hat es einen Schutz gerissen, schauen Sie. Da hat wahrscheinlich wieder eine Rumpmanner rumgespült oder irgendein. Naja. Das blaue Wunder. Damen und Herren, in diesem Zusammenhang vielleicht, wenn Sie aufs Tollwood kommen und mir über den Weg laufen, dann kann ich Ihnen gleich sagen, dann werde ich Sie fragen, was die sieben Weltmeere sind. Also ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal eine Sendung gemacht und habe so versucht, so ein bisschen die, wie soll ich das formulieren, so den Zugang zu den Weltmeeren für Sie zu öffnen. Es ist der Zugang auf den Weltmeeren natürlich schwierig, weil Wasser ja keine Balken hat. Ne? Aber wenn man sich schon mal mit den Ozeanen beschäftigt, dann finde ich, sollte man sich schon mal überlegen, wo die überhaupt alle sind, diese Ozeane, und wie sie heißen. Ne? Ich frage immer gern, was der Atlantik zum Beispiel für einen Vornamen hat, damit das ein bisschen individualisiert wird, ne? Dass man ein bisschen eine persönlichere Beziehung zu was wie im Wasser kriegt, nur dazu, also wenn es ein Weltmeer ist. Ne? Hier übrigens sehen Sie, eine Bühne. Es ist wirklich auf dem Tollwood so, dass man nicht generell für alle Darbietungen und alle Programme einen Eintritt zu zahlen hat, sondern es gibt auch eine offene Bühne, wo also durchaus ansprechende Künstler auftreten, Akrobaten und auch für Menschen, die im Biergarten sitzen. Also jetzt noch nicht, aber später dann ein schönes Programm machen. Also es gibt sieben Weltmeere und diese Weltmeere haben praktisch über die Jahrtausende immer so ein bisschen gewechselt. Weil im Altertum hat es andere Weltmeere gegeben, verständlicherweise als heute in der Neuzeit, weil die haben wir im Altertum, als noch, was weiß ich, da die Kreuzfahrten durchs Mittelmeer gegangen sind, da haben wir die vom Pazifik noch gar nichts gewusst bei uns. Verstehen Sie? Und da hat natürlich der Pazifik als Weltmeer noch nicht gegolten, weil er noch unbekannt war. Dann werden also so viel zu den Weltmeeren, können Sie mal nachschauen, was da so alles bei einer im Atlas zu finden ist. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann sehen wir uns anschließend gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Spezial heute Weißbier und Mojito. Rosatum Mio Wodka Melon. Ja, also wenn man mal so, glaube ich, neue Geschmäcker erleben möchte. Ja, ist schon sehr exotisch alles. So mit Palmen, gell. Hier Wegweiser, schauen Sie, da kann man wunderbar, ohne sich zu verlaufen, kann man sich orientieren. Von der Kasse, IC-Automat gibt es. Ja. Ich sage Ihnen was, Organisation ist ja alles. Und die Organisation, es muss überlegt sein, ich bin gerade da vorbeigelaufen, das muss ich jetzt ändern und sagen, da hinten ist Toilette. Ne? Aber damit man jetzt nicht dumm auf der Schüssel rumsitzt, bietet der Tollwood
eben vor dem Toilettengang kleine Flyer anschauen. Kann man sich dann so einen Flyer mit aufs Klo nehmen. Dann hat man dann was zum Lesen, wenn man sein Geschäft verrichtet. Das ist hier zum Beispiel so ein Übersichtsplan. Glaube ich wenigstens. Nein, das ist ein Programm. Ich habe eigentlich einen Übersichtsplan gesucht, weil mich da interessiert, wo das Gelände vom fertigen Timofei ist. Da muss ich hier auch irgendwo sein. Ich glaube, das ist irgendwie so schön eingebaut. Aber das finden wir schon. Also wie gesagt, hier, bevor Sie auf die Toilette gehen, ein Griff hier in die Boxen. Und dann vergeht die Zeit wie von selbst. Hier eine Entsorgungsstelle. Weil hier wird der Umweltschutz nicht bloß aufs Programm geschrieben, sondern auch praktiziert. Papier, Plastik, Restmüll. Und schauen Sie, im Andenksel drin, da läuft schon die Musik. Ja. Tollwut-Magazin. Frisch aufgefüllt. Ich glaube, 500.000 habe ich davon drucken lassen. Gingen alle weg. Sie darf jetzt immer was fragen. Ja. Wenn man sich so einen Bundesadler aus Wadel tätowieren lässt, tut das weh? Natürlich. Gut, das, ne? Wieso hast du da einen Bundesadler rausgesagt? Warst du nicht bei der Bundeswehr, oder was? Nein, ich bin ein Deutscher. Ja. Verstehe. Nein. Ja. Ich will das sagen. Schauen Sie, Bundesadler, sehen Sie das? Da. Bei dem Wadel. Nein, ich finde das gut. Ich find das eh. Hast du das? Das ist praktisch polyglott. Ne? Nein, ich finde das so gut. Also, praktisch, man steht praktisch auf dem Staat, also praktisch Bundesrepublik da. Ne? Und der Freistaat, das ist das, was einen so bewegt, also, oder? Ja, das ist. Was machst du auf dem Tollwut? Ja, ich bin von Straubing und habe nichts Besseres zum Tag gehabt heute. Besucher? Ja. Und wie wird es so früh dran? Bist du zum ersten Mal da oder warst du schon mal? Ich war noch nie da. Ja? Nein. Wann hast denn du zum ersten Mal vom Tollwut gehört? Was hört man da in Straubing? Ja, ein paar Freunde haben es mir verzeiht. Ja. Man denkt, schau vorbei. Bist du gescheit? Vierte. Servus. Mach's gut. Servus, schönen Tag. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.